Liebe Ingeborg Schäuble, liebe Familie Schäuble, liebe Trauergemeinde. Ich kann jetzt beobachten, wie die Kreise kleiner werden. Und man wird es mir nicht glauben, aber ich habe null Probleme damit. Meine schlechter werdende Gesundheit hilft mir dabei. So oder ähnlich hat sich Wolfgang Schäuble in den letzten Wochen und Monaten häufiger geäußert. Er hat sich sozusagen selbst beobachtet. Und er wird vermutlich jetzt uns beobachten auf eine Weise, die wir nicht kennen. Aber als Christen glauben wir fest daran. Er ist nicht von uns gegangen. Er ist uns vorausgegangen. Und wenn er zu uns sprechen könnte, dann würde er vielleicht sagen, nun seid mal nicht so traurig. Ich bin schließlich 81 Jahre alt geworden. 3 Jahre mehr als der Durchschnitt. Ja, es konnte niemand ahnen, dass er nach seinen schweren Verletzungen noch einmal über 3 Jahrzehnte aktiv in der deutschen und europäischen Politik sein könnte. Und trotzdem, wir trauern. Wir hätten ihn sehr gern noch sehr viel länger in unserer Mitte gehabt. Aber auch diesem Wunsch würde er vielleicht ganz einfach rational begegnen. Vielleicht würde er es mit seiner feinen Selbstironie heute sogar ein bisschen übertreiben und hinzufügen. Und von 81 Jahren, 33 Jahre im Rollstuhl, die zählen mindestens doppelt. Also bin ich in Wahrheit über 100 geworden. Liebe Familie, liebe Freunde und Weggefährten, wir begleiten Wolfgang Schäuble heute auf seinem letzten irdischen Weg. Wir begleiten ihn in Liebe, in Freundschaft und ganz sicher wir alle zusammen in grenzenlosem Respekt. Was für eine Lebensleistung. Was für ein politisches Leben. Über 50 Jahre Deutscher Bundestag, fast 2 Jahrzehnte Bundesminister, 10 Jahre Vorsitzender unserer Fraktion und in der schwierigsten Phase des Übergangs aus der Regierung in die Opposition zugleich Parteivorsitzender der CDU, schließlich Präsident des Deutschen Bundestages. Liebe Ingeborg Schäuble, liebe Familie Schäuble, das haben Sie und das habt ihr alles mitgetragen und auch ertragen. Viele, die heute in der Kirche versammelt sind, wissen, dass hohe politische Ämter eine große Belastung für die Familien sein können. Manche Familien zerbrechen daran. Auch Wolfgang Schäuble hat seiner Familie viel zugemutet. Aber diese Familie stand für ihn immer an erster Stelle. Er hat oft über seine Familie gesprochen und nie einen Zweifel daran gelassen, wie wichtig sie ihm war. Und ohne seine Familie hätte er vielleicht manches nicht erreicht, insbesondere nicht nach dem Attentat am 12. Oktober 1990. Deshalb möchte ich, und ich denke, ich darf dies im Namen aller tun, die heute Abschied nehmen von Wolfgang Schäuble, der Familie Schäuble und ganz besonders Ihnen, liebe Ingeborg Schäuble, Dank sagen für das, was Sie für ihn und damit für uns alle in unserem Land getan haben. 16 Regierungen von 24 unserer Republik hat Wolfgang Schäuble erlebt und fast jeder Dritten davon selbst angehört. 6 Kanzler von 10, die wir bisher hatten, hat er kommen und 5 davon auch wieder gehen sehen. 2 hohe Staatsämter sind ihm versagt geblieben. Er hätte sie ohne Zweifel beide ausgefüllt. Ist er deshalb nun, wie geschrieben wurde, ein Unvollendeter geblieben? Was ist denn
Vollendung in einem politischen Leben. Allein die möglichst lange Verweildauer in politischen Ämtern, überhaupt Ämter? Oder sind es nicht doch Entscheidungen, die Spuren, die ein politisches Leben hinterlassen? Wolfgang Schäuble jedenfalls hat Entscheidungen getroffen und dabei tiefe Spuren hinterlassen. Die deutsche Einheit, der Vertrag, der uns nach 40 Jahren der Teilung wieder zusammengeführt hat, trägt nicht nur seine Unterschrift, er trägt seine Handschrift. Die Hauptstadtentscheidung, die 9 Minuten seiner Rede in einer mehr als 10-stündigen Bundestagsdebatte haben ausgereicht, um die Mehrheit für Berlin zu gewinnen. Die erste Islamkonferenz in Deutschland, die überhaupt jemals stattgefunden hat. Die Staatsschuldenkrise. Sein Krisenmanagement hat den Euro gerettet. Überhaupt Europa. Seine Gedanken zu Europa aus dem Jahre 1994 haben bis heute Gültigkeit und werden bis in die jüngste Zeit hinein immer wieder genannt als Vorbild, wie Europa denn besser funktionieren könnte. Deshalb, man kann es nicht nur, man muss es ganz anders zum Ausdruck bringen. Wolfgang Schäuble reiht sich ein, allein mit seiner ganzen Person, mit seiner Persönlichkeit in die erste Reihe der nicht allzu großen Zahl der deutschen Nachkriegspolitiker, die im wahrsten Sinne des Wortes unsere Geschichte geschrieben haben. Und damit hat er Generationen von Abgeordneten unserer Fraktion eine Prägung mitgegeben, auch mich ganz persönlich. Ohne ihn stände ich heute nicht hier. Wir sind über die letzten 3 Jahrzehnte immer engere Freunde geworden. Er bleibt vielen von uns ein Vorbild, vor allem mit seinem unbedingten Willen zur Zuversicht, mit seinem festen Glauben an das Gute, das der Mensch tun kann, mit seiner Freude und Leidenschaft für die Politik, mit seiner Bereitschaft zur Verantwortung, mit seiner Neugier auf die Menschen und auf alles, was den Menschen verstehen hilft, auf Literatur, Kunst, vor allem Musik, Theater, Geschichte, Wissenschaft. Fatalismus, so pflegte er zu sagen, ist für einen Politiker keine Option. Der Mensch ist zum Großen befähigt und zum Guten begabt. Wolfgang, du hast Großes geleistet und es ist gut geworden.